Willkommen zur Smartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Klappspaten im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz haben wir der Semtec Urban Surviv. Der Semtec-Spaten ist ein äußerst tragbarer Klappspaten mit Degriff, der durch seinen äußerst wettbewerbsfähigen Preis besticht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dementsprechend hervorragend. Der Spaten lässt sich auf 11,5 x 19 x 5,5 cm zusammenklappen und kann in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden. Das Blatt ist aus Carbonstahl gefertigt und der Winkel des Spatens ist vollständig verstellbar. Das macht ihn unglaublich handlich. Das Modell wiegt insgesamt nur knapp 650 Gramm und ist damit die perfekte Wahl für Wanderungen. Die Größe des Blattes von 11,5 x 15,5 cm ist für die meisten Arbeiten im Freien ausreichend. Das Modell ist sowohl im Auto als auch beim Camping, bei der Gartenarbeit oder im Urlaub ein hilfreiches Werkzeug, da es über eine Sägekante an der Klinge verfügt, mit der man recht zuverlässig Äste sägen kann. Um zu Nummer 4 haben wir der Jungdo Klappspaten 10. Das Modell Jungdo ist sehr empfehlenswert, wenn Sie einen sehr kleinen Klappspaten benötigen. Er verfügt über insgesamt 10 Funktionen, besticht durch einen fairen Preis angesichts der Qualität der Konstruktion und der Komponenten und wiegt nur 500 Gramm. Das Blatt ist nur etwa 10 Multiplikationszeichen 12 cm groß, was vor allem an seiner kompakten Größe liegt. So lässt sich der Spaten nach dem Zusammenfalten zu einem 10 Multiplikationszeichen 13,5 cm großen Paket komprimieren und auf eine Länge von bis zu 42,5 cm ausdehnen. Er besteht aus legiertem Stahl, hat eine winzige Transportbox und einen Griff aus Kunststoff, der sowohl leicht als auch robust ist. Das Modell hat sogar eine ausklappbare Spitzhacke am anderen Ende und kann als Hacke verwendet werden. Die gesamte Ausstattung ist hervorragend, mit einem Flaschenöffner, einer Säge und einer rasiermesserscharfen Schaufelkante an einer Seite. Auf Platz 3 haben wir der Glock Feldspaten Spaten. Der Glock Klappspaten überzeugt vor allem durch seine gute Verarbeitung und sein geringes Gewicht. Er wiegt nur etwa 650 Gramm, lässt sich dank des Griffs recht eng zusammenklappen und verfügt sogar über eine Säge, die sich im Kunststoffgriff versenken lässt. Das Modell ist im geschlossenen Zustand nur 26 cm und im geöffneten Zustand 64,5 cm lang. Die beschichtete Spatenklinge ist aus gehärtetem Stahl gefertigt und garantiert so eine lange Lebensdauer. Trotz des Stiels ist die Handhabung im Allgemeinen recht komfortabel, auch wenn der Teleskopstiel keine große Hebelwirkung bietet. Als Hacke ist der Spaten unwirksam. Durch den etwas höheren Preis und durch das Fehlen einer Transporttasche gab es leichte Abstriche, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer noch respektabel. Wer einen robusten Klappspaten mit ausziehbarem Stiel und schöner Verarbeitung sucht, der auch eine Säge enthält, sollte sich den Glock-Feldspaten ansehen. Um zu Nummer 2 haben wir der Sahara Seeler Klappspaten. Das Modell Sahara sollte in Betracht gezogen werden, wenn Sie einen voll funktionsfähigen Klappspaten mit mehreren Funktionen für den Außeneinsatz suchen. Neben seiner Funktion als Spaten und Säge bietet er zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten und Instrumente. Im Griff befinden sich ein Messer, eine Säge, ein Feuerstein, ein Schraubenzieher und eine Pfeife. Die verschiedenen Öffnungen der Klinge können auch als Schraubenschlüssel unterschiedlicher Größe verwendet werden. Insgesamt ist das Modell dank der Verarbeitung von Carbonstahl recht robust und langlebig, und auch der Klappmechanismus funktioniert hervorragend. Allerdings wiegt der Spaten selbst etwa 1,6 Kilogramm, wobei die gesamte Ausstattung und das massive Material ebenfalls zum Gewicht beitragen. Das ist für viele Menschen, die mit wenig Gepäck auskommen müssen, sicher etwas viel. Und schließlich Nummer 1 auf unserer Liste haben wir der Fiskars Klappspaten für Camper. Im Test erwies sich das Modell von Fiskars als der beste Klappspaten. Obwohl er auch von Campern oder Bergsteigern verwendet werden kann, ist der Spaten besonders für Gärtner geeignet. Er enthält ein robustes Blatt aus gehärtetem Bohrstahl, eine Tragetasche und kann als Schaufel, Spaten oder Hacke verwendet werden.
Mit einer Gesamtlänge von 59 cm kann man zwar nicht so viel Hebelkraft ausüben, aber dafür ist das Modell auch nicht gemacht. Da der Griff aus stabilem Kunststoff besteht und der Spaten weniger als ein Kilogramm wiegt, liegt er gut in der Hand. Er lässt sich auf eine Höhe von 24,5 cm zusammenklappen, und da der Griff nicht über das Blatt hinausragt, lässt er sich platzsparend verstauen. Trotz des Fehlens zusätzlicher Werkzeuge, die für den Außeneinsatz nützlich sind, überzeugen die robuste Konstruktion und die hervorragende Ausführung, auch wenn sie etwas teurer sind. Wer einen zuverlässigen und vielseitig einsetzbaren Spaten sucht, kommt hier voll auf seine Kosten. Wie immer, die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.